Ich habe Messer, Spalzer, Scheren und auch Zangen und den allergrößten Bock, dir das Zeug sonst wohin zu rammen. Schau dich an, du kleiner Nerd, ich hab noch keine lieb gehabt. Du hast das Studium nur gelernt, du dachtest, du seist hochbegabt. Und dann kamst du in OP, hast deine Chance gewittert. Wolltest gerne operieren, doch deine Hände haben gezittert. Und jetzt schau auf deinen Monitor, da kommt ein Signal. EKG, SO2, RTL, scheißegal. Hör mal die Schnauze, Chirurg, oder du bist intubiert. Ich wollte schon immer mal eine Güdel-Tubus-Nasal installieren. Was denkst du, wer du bist, als hättest du die dicksten Eier. Ich hab geile Bitches hier und Fentanyl auf meinen Feiern. Und was laberst du, sag, denn hier von zitternden Händen, ohne Wodka, Müsli, wärst du wrack doch am Ende. Also sperr die Lausche auf und dann mal schön aufgepasst. Vielleicht wirst du kleiner Bader, dann noch irgendwann Arzt. Hast du jemals dein Gefäß aufs erste Mal punktiert bekommen? In der Zeit, in der du stichst, hab ich den Namen schon abgenommen. Und ich fleck mit meinem Counter jedes Loch in deiner Blutbahn. Und der Fleck auf meinem Kittel ist kein Kaffee, das ist Blutmann. Hast du Nerd mal nachgedacht, ob dich hier wirklich jemand braucht? Also meiner Ansicht nach reicht dieser Monitor hier aus. Der raschelt nicht mit seiner Zeitung und der labert nicht so viel. Läuft nicht dauernd rein und raus, macht einen Saal nicht unsteril. Ich meine, ich trage meinen Mundschutz aus OP. Hygienezwecken. Du hast das Ding doch nur, um deine Fresse zu verstecken. Ich gebe Gas, Sevofluran und so. Dezidiert wie deine Rhymes, narkotisiert mich wie dein Flow. So call me Morph Boys, Bitch, ich bin der Herr deiner Träume. Dein Leben ist vorbei, wenn ich hier irgendwas versäume. Also stell dich hinten an, denn im Schockraum ist zart. Kommt ein Polytrauma rein, bin erstmal ich hier am Start. Ich bin kein Metzger wie du, ich habe wirklich studiert. Und meine Skills nicht Sonntagnachmittag beim Grillen trainiert. Wer gewinnt? Jetzt abstimmen!